Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Pharma Q. Heute kommen wir zum Monatsrückblick Juni 2016. Hier oben sehen wir drei Stickers von Events, die in diesem Monat waren. Später werden wir noch darauf zukommen, von welchen Events diese Sticker sind. Außerdem sehen wir links oben noch Bambola. Dann würde ich sagen, warten wir nicht mal lange und fangen an. Ja, vom 1.6. bis morgen, halt wenn das Video kommt, läuft noch der Sommerkalender. Und hier sehen wir mal die Preise. Es gab Barma-IP, es gab normale IP gab es. Dann Superdünger, natürlich Handwerksprodukte, Superdünger, Turbodünger, alles mögliche. Dann Mähdrescher und drei Items, eine Wunderranke und eine Kanone, eine Wasserkanone. Ja, ich finde das immer richtig cool, den Sommerkalender. Es gibt den Halloween-Kalender, gab es letztes Jahr, den Weihnachtskalender natürlich. Und der Sommerkalender wieder mal. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Die Preise sind auch richtig gut. Partytrees, Menkong, Stallmeister Schwanenstall. Das finde ich richtig cool, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Dann kommen wir gleich zum allerersten Event. Das startete am 1.6. und ging bis zum 6.6. Das sind nämlich die Elterntage 2016. Hier oben sehen wir die Eventpflanze, Bio-Zitrone war das. Dann sehen wir hier rechts das Trop-Item. Außerdem gab es noch so ein Staubwedel als Trop-Item und Mühlenprodukt. Ja, das passt jetzt nicht wirklich ins Spiel rein. Aber ich fand das Event trotzdem eigentlich ganz cool. Hier sehen wir die Items, gab zwei Stück an der Zahl, ein drittes konnte man für die Wunderranke selbst platzieren und den Sticker, den ich richtig cool finde. Natürlich haben wir bei diesem Event mitgemacht, wer das Event-Fazit noch nicht gesehen hat, schaut mal bei unserem Kanal vorbei. Dann kam Doc MacBombs Bambola vom 3.6. bis zum 5.6. kam er und er hat ein paar neue Bäume im Gepäck gehabt. Links sehen wir einmal den normalen Baum, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Außerdem gab es noch ein XXL-Upgrade von, ich weiß auch nicht gerade, wie der Baum heißt. Außerdem gab es noch Barma-IP, da gab es den Drachenblutbaum, den sehen wir ganz rechts, der ist neu. Und dann Grapefruit XXL, ist auf jeden Fall eine coole Idee gewesen. Mein Bruder hat dazu ein Video gemacht, hat dann leider nicht so viel Glück, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, und das Video hat auch schon wieder über 100 Aufrufe, das ist Wahnsinn. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Es gab vom 6.6. bis zum 10.6. eine Wolkenlinie Sommerverkaufsaktion. Dort gab es 4 Items oder man holte sich viel billiger die Sommerentwunderranke Paket für 120 Tupgulden, anstatt die einzeln zu holen. Einmal den Pool, dann noch Ballon werfen, halt, wo sie sich mit Wasser abwerfen. Und dann noch ein Wasserturm, wo er runterspringt. Und außerdem ein Igel, der die Luftballon aufbläst mit Wasser. Ich finde die Wunderranke, die schaut jetzt nicht so gut aus in meinen Augen. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Aktion gewesen. Wer denn das nötige Tupgulden hat, kann es natürlich machen. Wir haben uns die keine geholt. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Vom 10.6. bis zum 12.6. gab es die Superdünger und Susi Superdünger Verkaufsaktion. Man kann sich natürlich wieder Susi Superdünger kaufen für Tupgulden, außerdem Superdünger. Da habe ich noch nie was in meinem Leben gekauft, weil ich immer nicht alles hatte. Superfutter ist manchmal mangelhaft, aber ja, wer es sich kaufen will, kann sich es natürlich machen. Ich habe da noch nie was gekauft. Dann kommen wir zum Fußball-Event. Fußballfieber 2016. Jetzt nicht erschrecken, es gab verdammt viele Items. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Eventpflanze. Da sehen wir einmal die weiße Fußballrose und die schwarze Fußballrose. Die gab es schon mal vor 2 Jahren bei 14er Event, glaube ich. Dann gab es noch so ein Trop-Item, da sehen wir die Bällchen. Und es gab so ein richtig geiles Minispiel, wo man sich zum Tor vorbereiten muss, halt so Pässe spielen muss. Fand ich auf jeden Fall eine coole Idee. Und unten sehen wir die obersten 4 Items, die gab es zum ersten Mal bei diesem Event und die restlichen Items gab es zum zweiten Mal. Die sehen wir, das Elefant und das Public Viewing daneben gab es schon mal 2014 und die anderen 2012 und der WM-Ballon ganz unten, den haben wir uns geholt, gab es 2011 schon mal.
Und rechts finde ich das der Sticker auch richtig gelungen. Das ist der Fußballspieler, mit dem du die Tore machen musstest. Dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter. Nämlich ab 16.06. startete das Mühlenabo. Konnte man sich für echtes Geld, kann man das Mühlenabo holen. Da produziert die Mühle 50% schneller. Das finde ich auch so sinnlos. Nur für Superdünger, Futter kaufen sich die meisten das Zeug. Und das ging dann bis zum 17., also 2 Tage lang. Dann kam das nächste Event, da war wieder mal ein Zuchtevent, nämlich das Zuchtevent Froschkonzert. Hier gab es die Zuchttiere, sehen wir oben. Finde ich richtig cool, die Tiere gibt es weiterhin im Spiel. Und dann kommen wir zu den Items, die ich richtig gelungen finde. Ich fand das Item hat auch richtig Bock gemacht. Hier sehen wir einmal die Seerosen, dann schwimmt einer die Bahnen und dann klettert einer aus dem Glas und dann fängt es an zum Regnen. Dann eine Wunderranke und der gelungene Sticker. Das war für mich das Event des Monats, weil ich das richtig cool fand. Dann gab es zum allerersten Mal, glaube ich, einen Werkzeugkistenverkauf. Der startete am 21.06. und endete schon wieder am 22.06. Ja, hier sehen wir einmal die XL-Werkzeugkiste, konnte man sich holen. Für 5 Top-Gulden 100 Werkzeuge. Dann die XXL-Werkzeugkiste, 500 Werkzeuge für 15 TG. Und dann dreimal die XL-Werkzeugkiste. XXXXL-Werkzeugkiste ist das dann mit 1250 Werkzeug. 30 Top-Gulden, die Preise gehen eigentlich. Brauche ich nicht. Werkzeuge habe ich genügend. Dann kamen die nächsten Rätselbäume. Es kamen einmal Atlas für die normale Farm. Da sehen wir einmal Weihecke und Schlehe. Weihecke ist der Bar, für Barmer, der Achacha XXL. Die zwei neuen Bäume, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall kam da ein Video die letzten Tage hoch. Da hatten wir ordentlich Glück mit dem Atlasbaum. Vom 24. bis zum 26. ging dieses Kurzzeit-Bäume-Event. Ja, dann kommen wir eigentlich schon relativ am Ende des Videos. Nämlich seit dem 29.06. gibt es weitere Farmhallen. Es gibt ja im Moment die Mengarie, gibt es ja schon, der nur normale Stelle machen kann. Und jetzt kam der Arboreturm und die Manufaktur raus. Der Arboreturm, ach, die können vertauscht. Arboreturm ist das rechts und Manufaktur ist das links. Manufaktur konnte man jetzt halt. Legegehege kann man da züchten, also die produzieren halt die Sachen und rechts kann man da Bäume züchten. Dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zum letzten Fohle. Das ist nämlich das Debakel, das läuft im Moment auch noch. Am 28.06. startet es und es geht bis zum 4.07., also in Juli rein. Die Weinpflanze finde ich richtig cool, die grüne Pfefferminz, glaube ich. Und dann rechts die Tropen-Items, den Teebeutel und den Tee. Das Design ist richtig geil. Items schauen fast alle ähnlich aus, aber trotzdem schauen die richtig geil aus. Ja, und hier sehen wir noch einen Sticker. Eine Wunderranke gibt es. Wie wir bei diesem Event mitgemacht haben und wie wir es fanden, werden die nächsten Tage das Event-Fazit kommen. Also am 4.7. wird das Event-Fazit da kommen. Ja, und jetzt wollen wir nochmal ganz herzlich danke sagen für den schönen Juni. Also momentan kommen die Videos echt gut bei euch an. Da wollten wir uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Und schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den Monat Juni in Farmarama findet und ob ihr euch auf den Juli schon freut. Da wird morgen auch noch oder übermorgen ein Video dazu kommen, welche Events euch da erwarten werden und welche Mini-Events. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Freitag. Und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Euer Farmarama Crew.